Das sieht hier aus wie eine Ruine. Ach! Na, sieh mal einer an. Von wegen, ich warte hier so lange. Weißt du, jetzt kommt er voll auf mich zugestürmt. Ich dachte schon, ich krieg die Punkte nicht, weil du dich eingemischt hast. Brief hast du. Ja, mach da nur. Bist du denn. Ich will's nicht. Ich will's nicht herbeibeschwören. Wahrscheinlich springt er mir gleich mit dem Dolch an den Hals und dann war's das. So. Ein paar Mana-Pilze. Mhm. Was? Verschütteter Keller. Was es da wohl gibt? Gehen wir da mal rein. Ach, ich erinnere mich. Ich war hier schon mal drin. Oh, oh. Oh, das war jetzt ein bisschen schief gegangen, weil eigentlich wollte ich schon die ganze Zeit mit dem Blitz schießen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Manchmal gibt es das auch, dass das schief geht. Ich weiß gar nicht. Wo muss ich denn hin? Ich gehe mal hier nach links. Oh, jetzt kommt wieder Spannung auf. Das ist furchtbar bei diesem Spiel. Aber es scheint diesmal irgendwie zu funktionieren. Diesmal stürzt es nicht ab. Jetzt habe ich es gesagt. Moment. Schnell mal auf Holz geklopft. Wobei das ja eigentlich mehr oder weniger Presspappe ist auf diesem Schreibtisch, wo ich hier... Also an diesem Schreibtisch, wo ich sitze. Aber hey, man kann es auch mal als Holz durchgehen lassen. Ah ja. Ich glaube, das ist Eisen. Oh, wie duster das ist, wenn die Fackel aus ist. Mach doch sowas nicht. Lass doch die Fackel an. Egal, wir bauen das jetzt erstmal hier in der Dunkelheit ab. Ich meine, in einem Bergwerk ist es eigentlich noch finsterer als hier. Es wäre nur schön, wenn ich... Wenn die Fackel von alleine wieder angehen würde. So. Der Handschuh sitzt irgendwie so ganz merkwürdig. Siehst du das links? Mit der Textur? Das fällt mir jetzt erst auf. Weil ich so ein Blitzmerker bin. So, mal weiter kriechen. Wir machen das jetzt mal wie folgt. Wir nehmen einfach mal beide Hände und... Bams! Wow! Die Ratte ist tot, würde ich jetzt mal sagen. Ist noch eine da? Wie gruselig das immer aussieht, wenn die hier tot liegen. Ich esse mal schnell einen Kürbis. 7 Sekunden. Machen wir es mal so. Ich glaube, da hätte einer gereicht tatsächlich. Oder? Nö. Es geht tatsächlich noch. Hä? Warum ist hier eine Leiter? Na gut, dann ist da eben eine Leiter. Irgendwie flimmert manchmal das Spiel so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Aber es fällt mir hier immer wieder auf. Interagiere mit Fackelhalter. Ach so. Das wirkt... Oh, 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 oh. Da ist ja eine. Mal sehen, was passiert, wenn ich das mache. Ui! Alter! Das war jetzt irgendwie eine coole Sequenz, wo die zwei Blitze auf die zugeflogen sind. Schade, dass man sich hier nicht in der Dunkelheit so richtig verstecken kann. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Also da müssen die bei dem nächsten Spiel, ne, von Bethesda. Bethesda. Ich sage immer Bethesda. Ich weiß nicht warum. So fest sind sie doch eigentlich gar nicht.
wenn die da auch noch mal ein bisschen diese Schleichsachen reinbringen, wenn sie jetzt irgendwie diese Elder Scrolls 6 rausbringen oder so, oder Fallout 5. Ich glaube, bei Fallout 4 gab es dieses Problem nämlich auch, dass sie einen immer gesehen haben, obwohl man im Dunkeln saß. Ich weiß es nicht. Ich habe Fallout 4 nicht viel gespielt, das muss ich dazu sagen. Das werde ich aber auch irgendwann mal let's playen. Das sage ich jetzt schon mal so an. Aber zuerst werden wir uns wahrscheinlich den dritten Teil vorknüpfen. Weil der einfach total Hammer war. So, das reicht jetzt. Also, das ist das einzige Spiel, was ich mal so richtig durchgespielt habe, tatsächlich. Wobei, wenn man die ganzen Erweiterungen noch mitzählt. Mensch, Terra, jetzt red nicht über Fallout. Spiele Enderal. Was war denn das für ein Geräusch gerade? Wow! Gute Nacht. Alter, dieses Schild. Ist da einer um eine Ecke? Einer mit einem Bogen. Nur ein Kratzer? Alter. Das war jetzt total realistisch. Wo hat er mich getroffen? Okay, der Pfeil, der hat sich aufgelöst. Krass. Das hat echt gut funktioniert. Würde ich jetzt mal behaupten. Ein Blitz und... Na gut, zwei Blitze und dann... halt... der Gnadenschuss. Aber der ist irgendwie neben dem Kopf stecken geblieben. Sieht ein bisschen komisch aus. So, ein Dietrich nehmen wir mit. 21 Pfeile. Und 21 Groschen. Habe ich gerade richtig gelesen, ne? Da sind noch ein paar Pfeile. Ein roter Apfel. Und der verlorene Brigant. Wow. Also ich glaube, ich werde mal irgendwann, wenn wir mal so im Hause sind, wenn wir das vielleicht zum Schluss einfach mal lesen. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann ein Haus haben werden. Weil ich rechne hier im Moment mit jedem. Also mit allen Sachen. Lederschild könnte ich eigentlich verkaufen. Ich nehme den einfach mal mit. Hat die auch noch ein Schild? Nö. Ist da wieder wer? Da leuchtet irgendwie eine Rüstung. Ich bin gespannt, was das ist. Aber das sieht so nach Mana-Fähigkeiten aus. Was ist da drin? In diesem Schrank war nichts. Es ist hier so duster. Das ist doch schon viel angenehmer. Da um die Ecke sitzt einer. Simsalabim! Auf sie! Der ist ganz schön tot. Wa! Hinter mir! Ich habe ein Problem. Ich nehme mir mal die Axt. Alter! Los! Kratz ab! Es geht doch. Was? Redrick Burschak zur Strecke bringen? Moment mal! Das war eine Quest? Das war echt eine Quest? Ich kann mich gar nicht... Oh! Das war das, wo wir davor standen. Vor dem schwarzen Brett. Redrick Borenstein ist tot. Ich sollte nun das Kopfgeld entgegennehmen können. Ne! Ist das geil! Das ist ja mal mega. Okay, den Amnetist nehme ich mit. Und der hat ein Eisenschwert. Nehme ich auch mal mit. Was ist das da? Verschlissene Robe. Leere Weinflasche, ein Korb. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal zurücklaufen. Nehme Wein. Oh, cool. Den Wein nehme ich einfach mal mit, weil der halt voll ist. Das sind alles leere Flaschen. Hier ist Wein. Da ist ein Wein. Ein Kürbis. Könnte ich eigentlich mal wieder einen von essen? So. Wo kam der eigentlich her? Ach, der kam hier raus. Was ist das? Gesegnete Lederhandschuhe.
So, und im Rucksack ist eine Fackel, ein Genesungstrank, Schockschutztrank und ein Hufeisen. Ich nehme mal das Brot. Was ist da drin? Alte Vagabundhandschuhe. Da ist Teil 2. Enzyklopädie Arcana Magie Teil 2. Sehr genial. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch das erste Buch. Und wenn wir das erste Buch irgendwann mal finden sollten, dann fangen wir mal an, diese Bücher zu lesen. Weil ich möchte nämlich nicht einfach mittendrin anfangen. Ich möchte gerne mit dem ersten Teil selbstverständlich anfangen. So, dass wir die Reihenfolge halt auch mal haben. So, dann können wir jetzt hier rausgehen. Und dann hole ich mir mal das Kopfgeld ab, würde ich sagen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der hier drinne ist. Und ich glaube, ich hatte beim letzten Mal tatsächlich auch nicht das mit dem Kopfgeld gestartet. Kann das sein? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich ja noch an die Tage, wo ich Enderhall schon mal angefangen hatte. Aber dann war ja ein komplett PC-Absturz leider daran schuld, dass alles weg war. So! Dann holen wir uns doch mal das Kopfgeld ab, würde ich sagen. Wo muss ich denn da hin? Ach so. Na gut. Dann lass uns da mal hingehen. Wer weiß, was wir kriegen. Oh! Shit. Jetzt habe ich gerade auf Y gedrückt. Das wollte ich doch gar nicht. Habe ich eigentlich noch einen Punkt? Nee, habe ich nicht. Das heißt also, wir können hier ruhig wieder raus. Das war ein bisschen falsch. Ich wollte eigentlich sprinten. Aber statt die Steuerungstaste links habe ich Y gedrückt. Das ist sehr, ja. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Ich merke das schon. So. Nee. Hä? Ach so, Alt. Die Alt-Taste war es. Natürlich. Wo muss ich denn jetzt lang? Fertig? Gut, dann lass uns weiter. Mensch, wie laut der redet. So, dann laufen wir mal schnell zurück. Ich schummel das Kopfgeld, tralalala. Zum Glück ist der Flussheim im Moment noch nicht so weit weg. Das wäre viel schlimmer, wenn ich irgendwann mal das Geld haben möchte. Und den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Das hier geht ja wirklich noch von der Entfernung. Ich glaube, ich muss bis vor das schwarze Brett, kann das sein? Oh, der Hund! Niau! Niau! Ich müsste eigentlich mal so Formel 1-Geräusche einfügen hier. Jetzt ist der Markt auch besetzt. Jetzt könnte ich theoretisch alles verkaufen, was ich so habe. So. 180 Groschen haben wir gekriegt. Cool. So, mal sehen. Was geht denn jetzt? An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuchte ausgeschrieben. Es wird zur Vorsicht angehalten. In der schimmernden Mine nahe des Dorfes Flussheim wurde ein Trollrudel gesichtet. Angeführt wird das Rudel von einem weißen Troll. Eine Belohnung von 200 Groschen wird an die wegestreue Seele ausgezahlt, die nachweislich für dessen Ableben sorgt. Ne, das ist die Mine, wo ich noch nicht drinne war wahrscheinlich. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch. Jetzt tanzt sie nicht mehr. Schreitet wohl. Dürfte ich eure Waren sehen? Aber ja, aber ja. So. Was verkaufen wir denn mal? Ja, eine von den Äxten könnte ich zum Beispiel mal verkaufen. Dann habe ich hier zwei Dolche. Kann ich auch alle verkaufen. Der Schild. Das will sie nicht. Okay, sie will nur Waffen haben. Finde ich ja echt mal sehr sympathisch. Flammenstab. Der bringt gerade mal 15 im Wert. Also den kann ich dafür auch benutzen. Bin ich mal ganz ehrlich. Gift des Leidens bringt 6. Genesungstrank bringt 9. Lebensflusstrank 10. Leeres Pergament. Hier Rattenhaut. Die müsste ich irgendwie mal essen.
Scharfe Holzfäller, Axt. Schockschutztrank. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nie gebraucht. Ich sammle auch so viele Tränke. Das ist unnormal, oder? Ist das normal? Weil ich immer glaube, ich könnte sie mal gebrauchen. Und dann brauche ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Hm. Ich könnte das Ding eigentlich auf so einem Arkanenverzauberer mal zerstören. Möge sein Licht euch leiten. Ich glaube, ich hatte da eben gerade ein Buch, was ich hätte verkaufen können. Aber weißt du was? Ganz im Ernst, ich nehme es mit. Boah! Da war wieder der Formel 1 Hund. Mesdames. So. Dann lass uns mal weiterlaufen. Er verfolgt mich auch noch. Speichern. Wir sind ein bisschen was losgeworden, aber ich möchte ganz ehrlich auch nicht alles verkaufen. Weil wenn wir erstmal im Ark sind, dann haben wir da ja das Händlerparadies auch. Hoffe ich. Dass sie unsere Waren wollen. Aber Ark ist ja um einiges größer, wie wir wissen. Wenn das nämlich eine Hauptstadt ist, dann muss die auch um einiges größer sein. Sollte man jedenfalls meinen. Ich glaube, kleine Hauptstädte gibt es auch nicht. Oder? So. Was ist denn das? Ach nö. Durchsuche Truhe. 30 Groschen. Na, was sagt's denn? Hier hat einfach mal jemand sein Zeug verloren. Oder was auch immer. Muss ich da hoch? Nur mal so ganz blöd gefragt. Boah. Ha, noch eine. Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Da greifen mich einfach mal zwei Ratten an. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Ach, hier oben gibt's einfach mal Eisenerz. Okay. Dann bau das erstmal ab. Oh nein, jetzt fängt er wieder an zu singen. Ist ja gut. Hör auf zu singen. Guck mal da. Hungriger Wolf. Los, du blöder Wolf. Wie viele Punkte bringt der? 50. Wir sind nicht mehr ganz so weit entfernt von den Punkten, die wir sammeln müssen. Was ist das hier? Klarwasserhöhle. Liebe Freunde, ich habe jetzt zwei Musikstücke. Das klingt gar nicht gut. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich muss mal kurz das Spiel laden. Moment mal. So ist es besser. Das war gerade etwas merkwürdig. Flussheimer Imkerei entdeckt. Was ist das denn? Waldelementar? Wow! Upsi! Explodiert das gleich? Ich glaube nicht. Was? Tampwurzel bekomme ich davon? Okay. Hört das Viech eigentlich auch auf zu leuchten? Mhm. Er sagt, mhm. Na gut, dann sag einfach, mhm. Ob es hier wohl irgendwas gibt. Ach, ich glaube, ich weiß, was es hier gibt. Pass mal auf. Zum Beispiel eins von den Symbolen, die wir suchen. Bams!
4 von 100. Ey, ich war mit meinen 3 richtig. Und hier gibt's das nächste Sammelobjekt. Und zwar die Biene im Glas. Oh, ich finde das so schön. Ob das wohl noch irgendwas zu sagen hat? Bienenstockhülle. Hier nehmen wir mal alles mit, was hier so rumliegt. Ja, das könnten wir tatsächlich brauchen. Was ist hier in der Truhe? Okay, Pfeile, blauer Quarz, nehmen wir auch mit. Mana-Trank, Rolle des Lichtboten. Setzt Verlorene bis Stufe 13 in Feuer und lässt sie für 30 Sekunden lang fliehen. Wow, sterben die davon nicht? Hier sind sogar, wow, hier ist sogar Brot drin. Und Scherkappe. Oh je, so viele Fässer. Weizen, grüner Apfel. Was ist denn eine Flechte? Das kenne ich noch gar nicht. Würzgras. Kann ich das einpflanzen vielleicht? Wir werden es in Erfahrung bringen. Roter Apfel. Hier war jedenfalls die Biene. The Bee and Barb. Jetzt eine gute Pfeife. Verlassene Imkerei. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Oh nein! Ein Valtyr! Boah! Was macht der denn hier drin? Er sieht sehr angsteinflößend aus, vor allen Dingen, wenn er tot ist. Unfassbar. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Wein getrunken, wie man sieht. Und hier plätschert das so cool. Und ich muss mal eben was essen. Wie wär's mit, genau, wie wär's mit Kürbis? Ich esse so gerne Kürbis. Vor allem den hier. Gittertür, Lehrlingsstufe. Und da drin ist eine Schatulle. Ich gehe aber trotzdem erstmal hoch. Nur um zu gucken, ob es hier oben vielleicht noch was gibt. Was ist denn das? Ma! Ups! Wow, cool. Voll mit dem Pfeil ins Gesicht. Für irgendwas müssen ja Bögen gut sein. Was haben wir hier? Lederhelm, Jagdbogen und Eisenaxt der Arkanzorns. Was ist denn das? Verursacht 5 Punkte Schockschaden und halb so viel Schaden auf Mana. Okay. Tut mir leid, aber das scheint ja sehr stark zu sein. Verstärkter Lederschild. Was haben wir denn hier oben noch? Ist eine schöne Hütte auf jeden Fall. Das ist ein Buch. Der Eispfeil. Jetzt haben wir auch noch das letzte. Also zumindest eines der letzten Sachen, die noch gefehlt haben. Ich will mal gucken. Yay! Die machen sogar das, was sie sollen. Was ist das? Landschaften Enderals, die Pulverwüste. Ein Führer der goldenen Sichel für Reisende und Händler. Okay, ich nehme es mal mit. Und hier sind sogar ein Braunbärpelz. Ein Top, den finde ich schön, den nehme ich mit. Ich will irgendwie das Ding mal abschießen. Wow. Sieht ein bisschen ekelhaft aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weg, Spinne. Finde ich gut. So. Da ist nichts drin. Hier liegt eine leere Weinflasche. Oh, das sieht ja nett aus hier mit dem Loch in der Decke. Ist schön hell. Jetzt hat er wahrscheinlich da Valtyr geschlafen. Was ist das da? Lehrlingsbuch Alchemie. Es stottert hier drin ein bisschen. Einzelteile. Die Frage ist, warum? So, jetzt müssen wir mal die Tür hier versuchen aufzuknacken. Mal sehen, ob ich es kann. Oh, fast. Nein, in die andere Richtung.
Ja! Schloss geknackt. Und hier sind Truhen. Oh, Backe. 10 Groschen. Das war jetzt ja nicht so toll. 2 Groschen. Und eine Schmuck... Wow! Ein Käserad. Immerhin. Hat sich ja echt gelohnt, hier diese Tür aufzumachen. Wahrscheinlich hat der Valtür das alles gefressen und schon verdaut. Man weiß es nicht. Gut. Dann gehen wir eben wieder raus. Hat sich jetzt zwar hier nicht so gelohnt, aber wir sind immerhin nochmal wo gewesen. Wo wir uns was angucken konnten. Hä? Achso, ich dachte, da steht jemand. Da war aber keiner. Und dann wollen wir mal weiter nach Ark. Er verfolgt mich, das finde ich gut. Okay. Das bringt nicht ganz so viel. Ich sollte den gleißenden Funken nehmen. Okay, das war der falsche. Kettenblitz, das war der richtige. Huch! Alter! 2 auf einmal! Wo ist der hin? Habt ihr das gerade... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wie der weggeflogen ist. Beide sind ja so weggeflogen. Oh, was ist das hier? Klarwasserhöhle. Also hier oben wäre ich auch noch rausgekommen. Sag mal, wo ist... Okay, fliegt doch einfach irgendwo ins Nirgendwo, damit ich euch nicht mehr finden kann. Ey, wie die weggeflogen sind beide. Der eine kam mir volle Kanne entgegen und der andere ist irgendwie nach hier oben geflogen. Hier liegt er. Nee, doch nicht. Ist nur ein Stein. Aber ist schon krass, wie stark dieser Kettenblitz ist, ne? Also das muss ich auf jeden Fall noch besser upgraden. Weil mit dem habe ich echt Freude, das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das hier wirkt irgendwie nicht gut. Das wirkt hier ganz böse. Boah, lauft mir nicht um mich rum. Hier ist eine Pfütze entstanden. Oder war die hier schon? Momente mal. Das sieht mir aus nach einem Straßendieb. Ja, es ist ein Straßendieb. So. Waren das nur die beiden? Boah, diese Blitze sind echt ein bisschen zu mega krass. Aber, was ist das denn? Eisenclaymore, her damit. Das ist meine endlich eine andere Waffe. Ist hier jemand? Ich weiß schon mal, hier gibt es Rolle der Seenfalle. Armsegler See. So. Uns fehlen auch nicht mehr so viele Punkte. Wir haben es eigentlich bald, um den Level wieder aufzusteigen. Ein Hobel. Hier gibt es ja wirklich gar nichts in dieser Kiste. Das ist eine Werkzeugkiste. Nägel. Hier haben wir ein schönes Feuerchen. Oh, 20 Pfeile, ein Eisendolch nehme ich mit, ein Langbogen von mir aus auch. Kann man gut verticken. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. Ah, Fleckenpilz, der wollte anscheinend was zu Abend essen. Gift des Leidens oder er wollte Gift machen, man weiß es nicht. Salz, Gift des Leidens, eine Flöte liegt hier noch. Und er hat hier was gebraten. Gebratenes Rinderfleisch, das könnten wir auch gebrauchen. Was haben wir hier noch? 15 Eisenpfeile. Gift des Leidens. Okay. Hier unten gibt es nicht mehr so viel, oder? Eine Fackel. Hier ein paar Groschen. Und ein Eisenbarren. Oh. Hier ist sogar noch eine Truhe. Mit 19 Groschen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man muss halt genau gucken. Ist hier oben was auf dem Dach?
sieht im Moment nicht danach aus, wenn ich mal ehrlich bin. Ah, da ist eine Truhe. Was ist drin? Gift ist leidend. Natürlich. Kann nicht mal was Anständiges drin sein? Der hatte eine Axt dabei. Hat er denn sonst noch was gehabt? Ein Groschen! Wow! Lohnt sich ja echt. Aber gut. Dann lass uns hier mal weiterziehen. Geht das da irgendwo hin? Das wirkt irgendwie so nach dem Symbol da oben. Oh, was ist das denn? Corundum-Erz! Yippie! Ein sehr wertvolles Erz. Das nehme ich doch gerne mit. Puh. So, und Fleckenpilz. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es da irgendwas gibt. Kann ich mal kurz hier auf die Karte gucken? Natürlich, das hat er mir nicht freigemacht. Nö, nö. Aber das Haus ist frei, ne? Ja. Schenker an der Groschenstraße. Mhm. Das war meine Schenke? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt wird es hier gerade etwas weiß. Hier müsste gleich das ganze Wetter auf Schnee umsteigen, oder? Wo geht's denn dahin? Das wüsste ich jetzt aber gern. Bleib mal hier, Jasper. Ich möchte mal gerade was auf den Grund gehen! Ugh. Okay. Ich glaube, ich laufe hier einfach gerade irgendwo hin, wo ich gar nicht hinlaufen sollte. Oder gibt es hier was? Nö. Ha! Mist. Einmal abgestürzt. Wo ist Jasper? Ah, da kommt er angelaufen. Wo sind wir denn jetzt? Spätturm entdeckt. Warte kurz. Ja, ist ja super. Jetzt sagt er gerade, warte kurz. Was nehmen wir denn mal? Mana, würde ich sagen.